Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Köln. Ich bin gerade eben aufgestanden, bin noch ein bisschen am Sack, weil ich gestern auf der Aftershow-Party von dem Event war. Wir haben einen Tag nach dem Fußball-Event von Trimax. Ein bisschen ist der Kater am Start. Finn hat hier im Bett gepennt, während ich feiern war, bis um 5:30. Wir haben heute noch einen kompletten Tag in Köln, weil wir erst um 20 Uhr zurückreisen nach München. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch natürlich mit. Wir packen sie erstmal richtig schön brunchen. Hat die ein paar Bananen Bock? Ich hab richtig Hunger, Alter. Wir haben auch nicht mal was zum Abend gegessen gestern, ne? Stimmt, das war im letzten Vlog. Wir haben danach nichts mehr gegessen. Ich habe noch einen Proteinriegel für mein Protein mit 40 Gramm Eiweiß reingehauen. Und das war meine Grundlage. Worauf hast du Bock? Wieder irgendwas mit Sahne und Schoko? Nee, herzhaft. Herzhaft. Wenn das der süße Boss sagt, dann muss echt was heißen. Ich hasse es, einen Kater zu haben. Was hast du dir bestellt? Ein Omelette mit Schinken und Käse und Butter. Butter ist was richtig Feines. Fein? Immer unterschätzt. Die Kraft der Butter? Ja, man muss auch immer richtig schön dick auftragen, aber irgendwie geht es bei dir nicht so besonders gut. Oh, Digga. Meine Damen und Herren, heute ist der Tag, aus dem mein kleiner Bruder ein Mann geworden ist. Denn Finn ist jetzt auch im Club der Flat White Trinker. Ich habe mir schon gedacht, es kann nicht sein, dass nur ich so ein Kaffee-Junkie bin und so ein richtiger Suchti. Aber ich sehe mit Freude, wie in ihm ein kleiner Kaffeesüchtling herangedeiht. Very tasty. Hier haben wir einen schönen Saft mit Apfel, Karotte und Ingwer. Köstlich. Köstlich. Und ich hab's erkannt, dass ich eine Sucht habe. Wirklich, also jetzt wirklich eine Sucht. Ich kann keinen Tag starten, ohne Obst in der Früh zu essen. Es ist Obst, kein Gemüse oder irgendwas Obst. Ich muss Obst essen. Wenn es nur ein halber Apfel ist, aber irgendwas Obstmäßiges, muss ich jeden Morgen in der Früh essen. Sonst fehlt mir das Kaffee und Obst in der Früh. Und es geht noch eine Eiweißquelle dazu. Hier habe ich jetzt das Obst quasi in Form dieses Saftes. Hier mein Flat White, hier ein Rührei auf entspannte Welle. Das ist ein sehr, sehr gutes Rührei. Und hier haben wir so ein Röstbrot mit einem Rührei. Und wie man sehen kann, ist das so richtig schön auf der Pfanne angebraten mit ein bisschen Butter. Gemüse ist mit drauf, Zwiebeln drin. Junge, das schaut geil aus. Das ist genau das richtige Frühstück. Wir packen es nachher noch zu Kebabland. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Finn das schmecken wird, weil Kebabland ist ja auch eine Institution hier in Köln. Kommt gerade richtig, richtig geil, Leute. Wir lassen uns schmecken. Frühstück verdrückt, das hat richtig gesättigt. Und wir haben 45 Euro für alles zusammen gezahlt. Da muss ich auch sagen, ein fairer Preis gewesen eigentlich. Für das, was es war. Also war jetzt auch nicht ultra krass, aber es war gut, oder? Ja, war sehr stramm. Wenn du jetzt endlich entscheiden müsstest, das, wo wir jetzt waren, versus Café Bur, wo wir gestern waren, was fandest du besser? Ich weiß nicht, was du sagst. Du sagst safe Café Bur, oder? Boah, weiß nicht. Tatsächlich genau gleich, ehrlich gesagt. Okay. Wir waren beide nicht überragend, aber auch nicht sehr schlecht. Okay. Also wirklich exakt gleich. Jetzt sind wir noch in die Stadt gefahren und ich kann euch mal einen kleinen Tipp geben, was ich immer mache, wenn ich in einer anderen Stadt bin, als da, wo ich wohne, wenn ich wissen will, wo so die ganzen Läden sind. Und zwar suche ich einfach immer nach einem Zara oder nach einem Apple Store. So wie hier jetzt auch. Wir sind quasi fast da. Wir liegen nämlich immer ziemlich zentral und ziemlich im Zentrum, dort, wo alle Läden sind. Also wenn ihr irgendwo seid, so mache ich das Ganze immer. Die jetzige Mission ist es, mir neue Schuhe zu kaufen. Ich habe Air Force One und man kann davon eigentlich nie genug haben. Die sind aber auch schon ein bisschen durchgelatscht, die behalte ich auch. Aber wir haben noch ein zweites Paar gefunden, was wir uns jetzt kurz ziehen. Sag mal noch ganz kurz, was hast du gesagt? Was meinst du zu der Einkaufsmeile hier in Köln im Vergleich zu der in München, Kaufingerstraße? Das ist ein bisschen deprimierend, ja? Von den Gebäuden her und von den Farben und alles. Das ist irgendwie so, München ist das Grünwald von Deutschland im Vergleich zu dem hier. Also für alle Nicht-Münchner, Grünwald ist so ein Nobelort in München. Man muss aber schon sagen, also ist jetzt natürlich schon schön, ist schon auch in einer der schöneren Einkaufsstraßen. Aber München ist das schon noch mal ein bisschen so mit alter Architektur und sowas. Ach, Digga, ich glaube, ich würde München immer, egal was ist, irgendwie auf Krampf verteidigen. Es tut mir leid für alle, die nicht aus München kommen und sich hardcore getriggert fühlen. Da waren Finn und ich gerade eben auch drin. Das ist der heftigste Zara, glaube ich, in dem ich mein ganzes Leben war. Also er ist wirklich Next Level. Hier geht's jetzt rein. Footlocker. Manche sehen gar keinen großen Unterschied. Das sind Nike Air Force Knit, irgendwas heißen die. Die trage ich häufig im Gym. Und ja, Bruder, das ist Größe 45. Passt. Schön weiß. Tragen sich gut. Was meinst du, soll ich den nehmen? Abfahrt. Abfahrt. Und jetzt, meine Damen und Herren, beginnt die Eintragphase der Schuhe. Der große Vorteil, sie sind so weiß, dass sie schon förmlich leuchten. Der Nachteil, sie sind noch nicht so bequem, wie sie werden können. Ihr kennt es besonders gerade so Air Force. Bruder, wenn du die ein, zwei Monate getragen hast, das werden die Schuhe, die du überall tragen kannst. Man kann die sogar tragen, wenn man 24 Stunden nur geht, ne? Bis nach Österreich. Ja, ging easy, also. Wir sind auf
einem, wie man uns sagt, Christkindlmarkt, sagt man ja Weihnachtsmarkt. Heinzelmännchen oder so ähnlich. Und hier ist ein Laden Riefruche. Bei uns in Bayern sagt man wie? Reiberdatschi. Reiberdatschi. Hier sagt man Reibekuchen. Ui. Ich muss ganz ehrlich sagen, die schauen brutal gut aus. Die schauen richtig gut aus. Dankeschön. Aber ich muss sagen, Hunger habe ich keinen. Wir haben ja gerade eben erst gefrühstückt. Sonst hätte ich da gern zugeschlagen, aber ausnahmsweise sollte man nicht. Hier gibt es sogar das, was bei uns an Weihnachten gab, und zwar Flammlachs. Und das hatte ich letztens erst das erste Mal in München. Und das schmeckt so geil. Also bis jetzt der erste Eindruck von dem Essen hier, sehr gut. Ihr wisst ja, ich versuche immer München so gut wie möglich zu verkaufen, weil mich die Stadt München insgeheim eigentlich auch bezahlt für Propaganda, dass ich euch den Freistaat Bayern anpreise. Aber ich bin auch kritikfähig und auch ich weiß, München ist nicht der Himmel auf der Welt, denn so eine geile Eislaufbahn haben wir bei uns nicht. Das schaut ja richtig geil aus. Das sah zuerst so aus, als würde man da nur so im Kreis da vorne fahren können, aber die zieht sich einmal hier über das ganze Ding und da kannst du dann so über den ganzen Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt quasi rüberfahren und nicht immer nur so stumpf im normalen Kreis. Das macht selbst mir Bock, obwohl ich Eislaufen nicht so sehr mag. Der Jazz-Boss befindet sich in der Lobby vom Hotel, Leute. Auch wenn wir ausgecheckt haben, können wir trotzdem noch eine Weile verweilen. Und es wurde ein, zwei Stunden am Video geschnitten. Ein bisschen Strom geschnorrt. Strom geschnorrt, das ist heutzutage bares Geld. Und jetzt sind wir richtig, richtig müde. Ihr kennt das immer so, von der Kälte ins Warme kommt. Boah, ich habe eh nur 4 Stunden gepennt. Aber wir packen es auf zu Kebabland. Das möchte ich mir meinem kleinen Bruder unbedingt zeigen. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Adana-Spieß hast du schon mal gegessen? Nein. Dann ist heute das erste Mal. Wir haben uns jetzt auch gedacht, hier am Motel One ist wirklich so eine wunderschöne Deko. Meine Schuhe habe ich hier reingepackt und leider haben die mit dem Karton nicht reingepackt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich finde, das passt wirklich so von der Optik her hier irgendwie gut rein. Bieten Sie ihn einfach mal an, ist auch schön beleuchtet. Warte mal, wir müssen es noch besser positionieren. So, jetzt. Die Einrichtungsbosse. So, dann so, fertig. So wie? So? Ganz einfach, ja. Ich bin so. Noch schütteln, einfach nur so. Ja, aber so machen wir es. Ältere. Dann gibt es noch die so und dann irgendwie so, warte, so machen. Nee, kann ich nicht, Glück. Das gibt's, aber das ist noch wie war das jetzt gerade? So. Was? Wie war denn das was jetzt gerade? So? Ich weiß, okay, jetzt habe ich mich selber gerade verwirrt. Können wir mit den Füßen noch einen Check machen? Erst hinten rum. Okay. Genug, es wird Zeit fürs Abendessen. Schaut euch das an, Leute. Das schaut einfach nur göttlich aus. Genau das, worauf ich gerade richtig Bock habe. Finn, es ist kein Adana-Teller geworden. Ich habe bestellt für dich Hähnchen. Das ist aber auch sehr nice. Nimm dir was von dem Brot, ja. Das Brot ist richtig geil. Die machen das mit so einem schönen Öl, mit Gewürzen und ein bisschen was von dem Fleischsaft. Und dann dazu das Fleisch. Kommt richtig gut, ne? Hierfür, dafür und dafür habe ich jetzt genau 25 Euro gezahlt. Ist ein fairer Preis. Den Kollegen. Was halt hier so göttlich durchkommt, sind diese Holzkohle, diese Grillaromen. Es schmeckt so richtig nach Feuer, rauchig, grillmäßig, leicht angebrannt. Also das haben die einfach durchgespielt hier. Und dieses Brot dazu, das ist so simpel und so befriedigend. Was sagst du? Sehr lecker. Von 1 bis 10? 9. Bis jetzt, okay. Einigermaßen gesund ist es auch noch, also es könnte ungesünder sein. Ich bin einfach nur happy. Guten Appetit. Habe ich es gerade reingestopft, Alter, das Essen. Ich habe sogar noch einen Teil von Finns Essen aufgegessen. Und ich glaube, wir haben in der Schlange ungefähr 20 Minuten gewartet. Also ist auf jeden Fall noch vertretbar. Der Preis ist 25 Euro für ein Abendessen zu zweit. Kannst du nichts sagen. Das Einzige, was du auszusetzen hast, war? Es ist viel zu hektisch, die ganze Stimmung. Und außerdem sich auch sehr geschminkt, weil irgendwie sind meine Lippen jetzt richtig rot. Aber im Großen und Ganzen für 1 bis 10. Ja, das Essen war endgeil, aber wie gesagt, es war endhektisch und es war endvoll. Und Digga, es ist ein, keine Ahnung, ich finde, das ist irgendwie ein Minuspunkt. Okay. Aber ansonsten, ich finde, der Laden ist auf jeden Fall sein Hype gerecht. Ist klar, dass der Laden so gehypt ist. So kleines, sind viele Leute da. Es ist eine Menge los, aber wenn ihr mal in Köln seid und ihr wollt was Geiles essen, nicht so viel zahlen, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Das war der spontane Köln-Vlog, Leute. Ich wünsche an der Stelle noch einen guten Start ins neue Jahr. Rockt das Ganze und wir sehen uns dann demnächst wieder aus München, würde ich sagen. Ne? Ciao.